Herzlich willkommen beim zweiten Teil Rechnen mit der ABC-Formel. Im ersten Video habe ich dir gezeigt, was die ABC-Formel ist und wie sie benutzt wird und was wir damit überhaupt ausrechnen. Im zweiten Teil zeige ich dir drei Fälle, in denen die Gleichung eine Lösung, zwei Lösungen oder keine Lösung hat. Falls du das erste Video nicht angeschaut hast, dann schau es dir bitte an. Ich verlinke dir das Video oben rechts. Also, wir hatten ja das erste Beispiel, stammt ja aus dem ersten Video, 4x² plus 10x plus 6. Ja? Ich möchte es kurz nochmal aufgreifen und bis zu einem bestimmten Schritt wiederholen. Und zwar die ABC-Formel lautet ja minus b plus minus die Wurzel aus b² minus 4ac durch 2a. So, und dann haben wir ja diese Zahlen A, B, C in diese Formel eingesetzt. Ja. So, x1, 2 ist gleich minus 10 plus minus b im Quadrat, also 10 hoch 2 minus 4 mal a mal c durch 2 mal a. So, jetzt geht es ja darum, ihr seht ja in der Überschrift steht Diskriminante bei der ABC-Formel. Was ist denn die Diskriminante? Die Diskriminante ist der Ausdruck unterhalb der Wurzel. Das heißt hier, das nennt sich Diskriminante. Dieser Ausdruck, also b² minus 4 mal a mal c. So, und der spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, rauszufinden, wie viele Lösungen so eine quadratische Gleichung hat. Und zwar, wenn der Ausdruck, ja, die Diskriminante, größer als 0 ist, also das, was rauskommt, größer als 0 ist, dann hat diese quadratische Gleichung zwei Lösungen. Ja. Und es kam ja, und unter der Wurzel stand ja 4. Somit ist 4 größer 0. Ja, und wir haben auch zwei Lösungen erhalten. x1 war ja minus 1 und x2 war ja minus 3 halbe. Und diese beiden Lösungen sind ja die Nullstellen. Das heißt, die Schnittpunkte der Parabel mit der x-Achse. Ja, wenn das hier die Parabel, ja, das Koordinatensystem ist, dann hat ja die Parabel die x-Achse bei minus 1 und minus 3 halbe geschnitten. Ja. Und hier konntest du schon rauslesen, rauserkennen, dass diese quadratische Gleichung auf jeden Fall zwei Lösungen haben muss, weil der Ausdruck größer als 0 ist. Schauen wir uns die zweite Aufgabe an. Jetzt setzen wir auch die Zahlen in die ABC-Formel. Somit erhalten wir x1, 2 ist gleich. So, hier minus b, das heißt minus minus 8, ne, hier muss man aufpassen, das wird dann später zu plus 8, plus minus, muss ich mal ein bisschen hier, so, minus 8 hoch 2, minus 4 mal 2 mal 8 durch 2 mal 2. Wir schauen uns jetzt nur den Ausdruck unter der Wurzel an. Hier steht minus 8 im Quadrat, das gibt 64, 64 und minus 4 mal 2 ist 8 und 8 mal 8 ist 64. Das heißt, unter der Wurzel kommt 0 raus. Ja? Und wenn unter der Wurzel 0 rauskommt, das heißt, wenn die Diskriminante gleich 0 ist, dann hat die quadratische Gleichung nur eine Lösung. Und zwar diesen Teil hier. Das heißt, 8 geteilt durch 4. Ne? Hier steht da minus minus, also 8. Geteilt über hier plus minus 0, bleibt der 8 übrig und unten steht 4 und 8 geteilt durch 4 ist 2 und somit kommt 2 raus. Das heißt, übertragen auf die Parabel, ja, berührt, besser gesagt, wenn hier 2 ist, die x-Achse, ja, bei 2, ja, es hat ja nur eine Lösung, einen Schnittpunkt sozusagen. So, schauen wir uns jetzt mal die letzte Aufgabe an.
Hier genau dasselbe Spiel, die Zahlen in die ABC-Formel einsetzen. Das heißt x12 ist gleich minus minus 8 plus minus die Wurzel aus b im Quadrat, also minus 8 im Quadrat, minus 4 mal 2 mal 11 geteilt durch 2 mal 2. So, was kommt unter der Wurzel raus? Minus 8 hoch 2 ist 64 und 64, das ist hier ein Minus, 64 minus 4 mal 2 ist 8, 8 mal 11 ist 88 und 64 minus 88 ist minus 24. Somit ist der Ausdruck unterhalb der Wurzel kleiner als 0, also die Diskriminante ist kleiner als 0. Und wenn die Diskriminante kleiner als 0 ist, in dem Fall negativ, dann haben wir keine Lösung. Ja. Das heißt nicht, dass die Parabel nicht existiert. Das heißt einfach nur, dass die Parabel die x-Achse nicht schneidet. Sie könnte jetzt hier liegen. Die Parabel könnte hier liegen. Wäre vor der 2 ein Minus, wäre sie nach unten geöffnet, dann wäre sie halt hier oder auch hier. Ja. So, fassen wir nochmal kurz zusammen. Wenn die Diskriminante größer als 0 ist, also unter der Wurzel kommt was Positives, dann haben wir zwei Lösungen, ja, also sprich zwei Nullstellen, x1 und x2. Ist die Diskriminante genau 0, ja, dann haben wir genau eine Lösung und somit auch einen Schnittpunkt. Ist die Diskriminante kleiner als 0, ja, also sprich wir haben was Negatives unter der Wurzel, dann haben wir keine Lösung und somit auch keine Schnittpunkte mit der x-Achse. Falls ich dir helfen konnte und das Video dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere mich jetzt, dann verpasst du auch kein weiteres Video von Klasse 5 bis Klasse 12. Unterhalb des Videos findest du ein Übungsblatt mit Lösungen kostenlos zum Runterladen. Ich wünsche dir viel Erfolg, halt die Ohren steif und wir hören uns. Dein Mo.